willkommen zurück zur letzten Folge von Pokémon Feuergrün. Nach diesem Video wird es noch ein Best-of geben und dann war's das mit der Series. Dann haben wir alles gesehen, was in diesem Spiel ist und war und jemals sein wird. Aber ich habe heute etwas ganz Besonderes für euch. By the way, schreibt in die Kommentare, falls du der Erste warst, der das Video gesehen hat. Ne? Also an die ganzen Ersterschreiber. Schreibt mal, ob ihr Erster wart oder nicht. Wenn nicht, dann schreibt, dass ihr nicht Erster wart. Das ist auch völlig in Ordnung. Hauptsache, ihr schreibt in die Kommentare. Freunde, wir joinen ins Game rein. Wir befinden uns hier und heute werde ich ein paar Cuts machen müssen, denn ich werde an ein paar Orte gelangen müssen, um euch zu zeigen, was man denn alles tun muss. Denn, wie ihr es wahrscheinlich schon im Titel und im Thumbnail gelesen habt, heute werden wir Dark Link ins Spiel bringen. Ihr habt euch wahrscheinlich alle gefragt, ob man Link in der Vergangenheit fangen konnte. Nein, konnte man nicht. Aber es gibt einen Weg, Dark Link zu bekommen. Und den zeige ich euch jetzt. So, das Ganze funktioniert erst, nachdem ihr die Pokémon-Liga abgeschlossen habt, weil dann die Säulen quasi aufgetaut sind, ne, von Groudon etc. Ihr müsst auf jeden Fall dreimal um diesen Baum rennen, kein einziges Mal mehr und kein einziges Mal weniger. Und jetzt müssen wir in eine Stadt fliegen, die wir schon einmal besucht haben. Ihr werdet sehen, wo es hingeht. So, der nächste Spot befindet sich im Port Krosang, meine lieben Freunde. Und hier müssen wir eine Höhle besuchen, die wir bereits im Let's Play gesehen haben. Und zwar geht es um den verbotene Schalter. Ihr habt euch wahrscheinlich gefragt, was es mit diesem Schalter auf sich hat. Und für diesen kleinen Trick, um Shadow oder Dark Link zu bekommen, müssen wir ihn auf jeden Fall gedrückt haben. Spielt hierbei aber keine Rolle, ob während dem Let's Play oder danach. Ihr müsst ihn einfach gedrückt haben und quasi das Ende der Welt heraufbeschworen haben, denn nichts anderes ist Dark Link. Dark Link ist das Ende der Welt. Okay, also spielt keine Rolle, aber macht es auf jeden Fall noch bevor dem nächsten Step, zu dem wir jetzt wieder skippen. Als nächstes, liebe Leute, geht's wieder zurück in die Frostbeulensiedlung, wo wir um den aufgetauten Baum herum gezirkelt sind. Und jetzt wird's wieder zahlenlastig. Es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ihr müsst Pikachu, Schneepika, vorne haben im Team. Und jetzt müsst ihr 12 Zubats wegknallen. Ihr dürft währenddessen keine anderen Pokémon besiegen. Es müssen Zubats sein. Wenn ihr Georox oder Kleinsteins oder Golbats begegnet, müsst ihr fliehen. Und es müssen 12 Zubats in a row sein. So, wir haben jetzt 2. Ich werde jetzt ganz kurz mal noch 10 weitere Zubats besiegen. So, nachdem ihr 12 Zubats besiegt habt, keins mehr und keins weniger, müsst ihr versuchen, 5-mal in das Bordell oder in das Casino zu kommen, wo die Mom von Ash drin war. Again, es ist relativ zahlenlastig und es hört sich komisch an, aber in diesem Spiel hört sich ja sowieso so gut wie alles komisch an. Und egal, wie oft wir das versuchen werden, er wird uns nicht reinlassen, leider. Da würde ich gerne mal rein, aber wir können ihn wenigstens für diesen Trick nutzen. So, jetzt haben wir noch 2 Stationen vor uns und die seht ihr jetzt. Alright, wir befinden uns nun in der Anfangsstadt, in der ersten größeren Stadt, die so laute fucking Musik hatte und wir sind hier im Meeresforschungslabor. Und ihr wisst ja, hier gibt es ja ein Pokémon, was seziert wurde und zwar dieses Enton, dieses arme kleine Enton. Und jetzt, da wir das Spiel abgeschlossen haben und ein voll entwickeltes Turtok haben, was wir by the way brauchen für diesen Trick, können wir den Dude hier wieder ansprechen. Und der meint, tut mir leid, aber ich bin gerade viel beschäftigt. Dieses Enton seziert sich nicht von allein. Aber könntest du mir nicht eventuell einen Turtok besorgen? Echt? Du hast einen Turtok? Kannst du es mir morgen vorbeibringen? So. Und jetzt müssen wir ganze 24 Ingame-Stunden warten. Dann braucht ihr einen Sonderbonbon für die Entwicklung und einen ganz besonderen Ort. Und das zeige ich euch jetzt. Es ist soweit, dieses Ding zu entfesseln. So, liebe Leute, wir sind am finalen Ort angelangt. Geht auf Nummer sicher, dass ihr Schneepika dabei habt im Team. Es darf aber kein einziges Level mehr
steigen. Wir werden jetzt die Top 4 herausfordern und versuchen, in den glitschenden, in die glitschige Ruhmeshalle zu kommen. Denn da ist der Ort, wo wir das Ganze dann triggern werden. Aber zuerst müssen wir noch die Top 4 besiegen. Übrigens, ein kleiner Funfact am Rande, den ich euch im Let's Play gar nicht zeigen konnte, weil es nie passiert ist. In diesem Spiel ist es möglich, mehrere Statuskrankheiten zu haben. Denn wir sind vergiftet, schlafen aber gleichzeitig. Wir sind jetzt gerade aufgewacht, aber wir sind poisoned, wie ihr sehen könnt. Das heißt, in diesem Spiel sind mehrere Statusveränderungen möglich. Und das ist irgendwie lollig und auch teilweise gemein, weil man schlafen, verwirrt und vergiftet und verbrannt alles gleichzeitig sein kann. Okay, bis gleich in der Ruhmeshalle. Übrigens, was ich fast vergessen hätte, auf dem Weg zur Ruhmeshalle müsst ihr Kapaloris mit Arceus besiegen. Und Kapaloris wird quasi sterben, aber es wird nicht sterben. Also ihr seht, das Ding hat 0 KP, aber ist halt nicht K.O. gegangen. Ne, und kann jetzt für Eissträhle gehen und so. Das Ding ist jetzt quasi untot und das hilft uns, diesen Glitch auszuführen oder beziehungsweise diesen Trick. So, wechselt dann einfach zu einem anderen Pokémon, wie zum Beispiel Turtok. Und dann könnt ihr das Ding mit Biss finishen, obwohl es ja eigentlich schon tot war. So, er versucht jetzt den Gott zu paralysieren und zu verbrennen, aber wir können einfach auf Heilung drücken mit Arceus, wenn er denn nicht eine Vulpara kriegt oder so. Ja, ist ziemlich lollig und trollig, ne? Just a fun fact. Aber ihr seht, was in diesem Spiel alles möglich ist. Also es ist crazy. In Feuergrün ist halt einfach alles möglich. Egal wie weird es klingt. Übrigens nochmal ein kleiner Fun Fact. Ich habe euch ja im Let's Play gefragt, was Arceus für einen Typing hat. Und ihr habt mir gesagt, dass es ein Typing ist, was ursprünglich ins Spiel integriert werden sollte, aber dann doch nicht gemacht wurde. Und das ist dieser spezielle Typing, die Arceus jetzt hat und nicht definierbar ist. So, meine Freunde, wir sind durch mit der Liga, würde ich sagen, oder beziehungsweise mit den Top 4. Jetzt wird es wichtig. Ihr müsst in diesem Raum, wo quasi der Glitch rumglitscht, ne, wo früher der Hackersteller war und mit dem Missing No Glitch etc., müsst ihr in die Mitte stehen, da wo der Pokéball ist und gegen den Bildschirm gucken. Was ich vorhin vergessen habe zu erwähnen, wichtig ist, dass niemand außer dem Gott Arceus selbst überlebt. Okay, also alle Pokémon müssen tot sein, beziehungsweise ausgewiped, außer Arceus, weil er eben der Gott ist. So, und nun bleibt nichts anderes, außer ihr müsst Schneepika einen Sonderbonbon geben. Und ihr denkt euch wahrscheinlich, hä, Siffi, das Ding ist doch tot. Du kannst einem K.O. und Pokémon gar keinen Sonderbonbon geben. Kann man. Aber eben nur hier in diesem Raum unter diesen Umständen. Okay, es spielt dabei keine Rolle, wie viele Pokémon ihr dabei habt. Es muss auf jeden Fall ein lebendiges Arceus und ein totes Schneepika in diesem Raum mit euch sein. Beziehungsweise kein lebendiges Pokémon außer Arceus. Alles, was ihr jetzt noch tun müsst, ist, diesem Video einen Daumen hoch zu geben, damit der Trick klappt. Das ist das Wichtigste von allem. Ohne das klappt der ganze Trick nicht und ihr werdet nie Dark Link in Feuergrün bekommen, okay? Deswegen, ganz, ganz wichtig, liked dieses Video und dann das Sonderbonbon verteilen. So, und was jetzt passieren wird, Freunde, seid Zeuge. Dark Link. Wir gehen ganz kurz mal rein und gucken es uns jetzt mal an. Es ist an letzter Stelle und lasst euch nicht verwirren, es steht Bisaflor auf Level 32, aber das liegt einfach daran, dass es, ne, geklappt hat. Das Schneepika ist nun Dark fucking Link. Holy shit. Und weil das Ding so stark ist, wurde es von den Leveln einfach mal 10 Level runtergehauen. Es kann Zerschneider, Risikotackle, Egelsamen. Wie auch immer Link das tun will, Netzer Schneider verstehe ich noch, aber bei den Egelsamen, Junge,
Da wird's ein bisschen kontrovers und Blättertanz. So. Nun müsst ihr das Ding aber wiederbeleben. Und deswegen habt ihr die Beleber dabei, meine Freunde. So, jetzt geht ihr kurz durch und lasst die Credits ablaufen. Und wenn ihr dann wieder in Knoblauchheim seid, dann, meine Guys, habt ihr ein fix fertiges Dark Link in Pokémon Feuergrün. Bitte verratet diesen Trick niemanden, keinem anderen Poketuber und sonst niemanden. Das ist nur ein Trick von mir an euch. Okay? Einfach weil ich so ein guter Let's Player und so ein guter YouTuber bin. Ja, mache ich das für euch. Okay, also ich lasse jetzt den Title Screen ablaufen und wir sehen uns dann gleich und testen Dark Link noch aus, was wir gerade hier im Title Screen sehen können. So, nun sind wir also nach dem Epilog oder nach dem Abspann wieder zurück in Knoblauchheim. Nun aber mit einem neuen Pokémon, aka Dark Link. So, bevor ich es aber vergesse, wollen wir noch ganz kurz die Pokédex-Einträge durchlesen. Entwickelt sich aus Bisasam. Es vermehrt sich mit seiner Blume auf dem Rücken. Man darf sie nie berühren, sonst kommt es zu einem Samenerguss. Ja, hätte man mal ein Schuppet zur Hand gehabt. Und jetzt, Dark Link, meine Freunde, die letzten Worte eines Gärtners. Wieso scheint die Sonne auf Dark Link's Baumkrone? Es öffnet langsam seinen Mund in meine Richtung. So, wie gesagt, wir werden das Ding jetzt mal einsetzen im Kampf. Dazu werden wir es mal an die erste Stelle setzen und einfach mal auschecken, ob das Teil denn auch legit ist oder ob das nur Quatsch ist. So, Route 1. Wir gehen ins Battle gegen ein Visor. Oh shit, da ist es ja. Holy shish, boy. Okay, wir setzen mal Zerschneider ein. Leute, ich mache noch kurz die Facecam weg, damit ihr besser sehen könnt. Okay, dann lass uns noch mal einen Encounter suchen. Ah, ja. Sehr schön. Okay, Zerschneider. Wir gehen mal für Risikodeckel. Bam, boy. Schiblam. So, das, meine Freunde, ist also Dark Link. Es one-shottet alles. Es ist das stärkste Pokémon im Game. Stärker als Arceus und stärker als Carpador. Ja. Und es ist ein Secret, beziehungsweise das seltenste Pokémon im Spiel. Gut, ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Dark Link, wie gesagt, euch auch machen wollt in Feuergrün, müsst ihr nur diese Steps befolgen. Und vor allem beim nächsten Mal ins Best-of reinschauen. Denn das war das letzte Video für diese Series. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei euch für den ganzen Support. Macht's gut, haut rein, Kuss auf die Nuss und bis zu einem anderen Projekt. Euer Sevi. Es ist soweit, dieses Ding zu entfesseln.